heute auf der Leipziger Buchmesse in Leipzig, also auch Manga Comic Con, und wir sind gerade eben angekommen. Es ist noch nicht wirklich viel los, das ist ziemlich cool. Und ich hoffe, ihr hört mich, es ist ein bisschen komisch mit der Kamera. Und es ist Cherry Blossom und Laana Cosplay auch hier. Ja, Shigo. Und Laana, das ist, ich weiß nicht, wie heißt der Charakter? Rena Kumura. Genau. Und Daniel ist auch dabei. Und das Coole ist, es ist so kurz nach Eröffnung, es ist noch nicht so ganz warm wie sonst, aber es ist so viel Platz hier, das ist total geil. Ja, und mal schauen, was wir dann so machen. Wir werden uns wahrscheinlich nicht so viel bewegen. Ich werde schon komisch angeguckt, weil ich hier Videos drehe. Aber ja, wenn es was Interessantes zu berichten gibt, ich werde einfach mal umfilmen, denke ich, wenn ich es nicht vergesse. Und auf jeden Fall viel Spaß! Oh mein Gott. Ja, ich glaube, du warst vorher noch nicht da. Das ist Sky. Sky shootet gerade. Moment, Moment, wo kommt sie? Verdammt, so. Laana. Ja, ansonsten, es ist irgendwie dieses Jahr kälter als sonst. Es ist noch nicht so wesentlich viel los. Also so schon ganz ordentlich, aber noch nicht so übermäßig. Eigentlich soweit ganz cool. Da drüben shootet meine Shigo Sims. Zoom da mal drauf, Moment. Nicht editieren lassen, ich gehöre zu ihr. Ja. Also da ist gerade Cherry Blossom unterwegs. Ja, ansonsten gibt es nicht so wesentlich viel zu berichten. Wir haben heute ein paar Leute getroffen, die wir noch nicht kannten und die wir schon kannten. Also neue und alte Gesichter. Ja. Messe haben wir uns so nicht weiter angeguckt. Werden wahrscheinlich auch nicht großartig tun, sondern halt Fotos machen, ein bisschen shooten, ein bisschen Leute treffen, Spaß haben. Das ist so die Hauptsache heute. Ja, ansonsten mache ich mal einen Schwenk einfach durch den LWM Freitag, um euch mal ein bisschen ein paar Eindrücke zu zeigen. Verlassener Platz, da Daniel. Du kommst auf YouTube, du bist jetzt ein Star. Hey! Ganz viele coole, tolle Menschen. Wir sind in der Glashalle. Ich überlege gerade, wo ich meine Handschuhe hingelegt habe. Werde ich dann schon wieder finden, hoffentlich. An jeder Ecke wird fotografiert oder verweilt. Ich glaube, weiter bin ich heute noch gar nicht gekommen als hier. Und Tauride! Mit dem heißen Fuchsschwanz. Die gehört auch noch zu unserer Gruppe, die war letztes Jahr mit uns unterwegs. Jetzt bin ich auch eine der nervigen Leute, die mit der Kamera durch die Messe laufen und sich denken, boah Mann, warum filmt die einfach andere Menschen? Ist halt jetzt so. Ganz viel los, ganz viel. Moment, winken! Ihr könnt jetzt was ganz Schlaues für die Kamera sagen. Ja, wir finden das hier total toll. Wir sind das erste Mal hier. Okay, die Gesichtsausdrücke sind der Wahnsinn. Wir lassen das so stehen und ich gehe weiter. Okay. Ja, und alles für hier My Little Pony Fans. Ein riesiges hier Pegasus-Einhorn. Pegasus, genau. Super. Hier wird es dann schon ein bisschen ruhiger. Man sieht größtenteils normale Buchmessebesucher. Ich weiß nicht, wie viele Hallen die Messe dieses Jahr hat, ob es 5 sind. Die sind alle durch verschiedene Glasärme verbunden. Und ja, unterteilt in verschiedene Kategorien. Also es gibt dann nochmal so eine Manga-Comic-Con-Halle im Endeffekt. Da sind dann auch ganz viele Comics und Mangas hinterlegt. Da sind eigentlich auch da die Manga- und Comic-Buchverlage.
Und auch, das gibt einen so Antiquitäten-Kunstbereich, Sachbuch. Ja genau, hier sind wir jetzt eigentlich eher in dem Essensbereich. Das heißt, ich biege dann jetzt irgendwann mal wieder ab. Und zurück, wahrscheinlich, ich habe jetzt 6 Minuten irgendeinen Schmarrn gelacht. Da. So. Abschließend, ja, Start, bevor wir eigentlich auf die Con gegangen sind, war für jeden von uns ein bisschen scheiße. Ich habe meinen Lippenstift vergessen, der dafür für diese Art von Lippe sehr gut geeignet ist. Ich habe meine Kontaktlinsen nicht ins Auge bekommen. Wir hatten diverse Probleme mit Make-up, Klamotten. Aber wir sind da, wir haben Spaß. Es hat ein bisschen gedauert, warm zu werden, aber ja, ich glaube, wesentlich spannender, das passiert heute nicht.